So, wir kommen zur Modellierung von Kommunikation oder Kommunikationsprozessen in der BPMN. Die Vorlesung heißt ja Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Hier haben wir jetzt das erste Mal die Möglichkeit, ganz explizit diese Kommunikation auch darzustellen. In den Aktivitätsdiagrammen haben wir das schon ansatzweise mit den Signalen gesehen. In der BPMN gibt es jetzt da explizitere und umfangreichere Mechanismen, das zu machen. Bevor wir über Kommunikation reden müssen, brauchen wir zuerst einmal ein Verständnis darüber, wie wir denn abbilden, dass da überhaupt mehrere Einheiten, Instanzen miteinander kommunizieren können. Das ist ein Mechanismus, den wir bis jetzt so nicht hatten, weil, wenn wir uns erinnern, BPMN-Prozesse bisher immer ohne Verantwortlichkeiten modelliert waren. Das heißt, wir haben immer nur den Ablauf modelliert, aber nie dazu gesagt, wer denn verantwortlich ist. Dieses Wer kann man in der BPMN jetzt einbringen mit einem Mechanismus, der so ähnlich ist wie bei den Aktivitätsdiagrammen, nämlich mit den sogenannten Pools und Lanes. Diesen Lane-Mechanismus, den kennen wir schon aus den Aktivitätsdiagrammen. In mehreren Lanes kann ich die Verantwortlichkeiten in einem einzelnen Geschäftsprozess verteilen. Das heißt, ich kann sagen, unser Geschäftsprozess, versuchen wir das einmal da reinzuzeichnen, wenn das ein bisschen schwierig ist. Unser Geschäftsprozess beginnt hier, dann gibt es hier eine Aktivität und dann geht es unten weiter und dann gibt es eine andere Aktivität und dann endet der Prozess wieder. Und was wir damit ausdrücken würden, ist, dass dieser erste Task hier, diese erste Aufgabe in der Verantwortlichkeit der Person liegt, die die obere Lane oder der Rolle liegt, die der oberen Lane zugeordnet ist, und der zweite Task in der Verantwortlichkeit der Rolle, die der unteren Lane zugeordnet ist. Das heißt, man würde hier organisationale Rollen zum Beispiel reinschreiben und damit ausdrücken, dass es eben unterschiedliche Verantwortlichkeiten im Prozess gibt und dass dazwischen irgendwo eine Verantwortungsübergabe passiert. Was wir hier noch nicht haben, ist, dass wir irgendwo explizit abbilden, dass hier Kommunikation passiert. Also dieser Pfeil, den wir hier haben, dieser Sequenzfluss, der sagt ja nur, okay, da macht jetzt jemand anderer weiter. Wir haben aber noch nirgends abgebildet, dass da Kommunikation passieren muss. Um Kommunikation abzubilden, kennt die BPMN jetzt den sogenannten Nachrichtenfluss und die Nachricht. Das sind neue Elemente, die wir bisher nicht verwendet haben und die darf man aber auch nicht innerhalb eines sogenannten Pools, also nur zwischen Lanes, verwenden. Dafür kann es in der BPMN bei einem Geschäftsprozess mehrere Pools geben, die jeder in sich geschlossen einen separaten, vollständigen Prozess enthalten. Soll heißen, wir haben einen Pool, wo ein Prozess definiert ist mit einem eigenen Start, einem eigenen End-Event und den Task dazwischen. Wir haben einen zweiten Pool, der zum Beispiel ein anderes Unternehmen, eine andere Organisationseinheit repräsentiert, die an sich vollständig unabhängig von dem anderen Pool arbeitet, wo es also auch einen eigenen Prozess gibt, der dann wieder ein eigenes Start- und ein eigenes End-Event hat. Und diese beiden können jetzt mit Nachrichtenflüssen lose gekoppelt werden. Das heißt, wir können jetzt explizit beschreiben, okay, die Prozesse laufen zwar grundsätzlich unabhängig, aber an gewissen Stellen muss da ein Informationsaustausch passieren. Und bleiben wir nochmal hier, muss ein Informationsaustausch passieren. Und das sind quasi Synchronisationspunkte, Abstimmungspunkte, weil wir erinnern uns, wie die Ereignisse in der BPMN funktionieren. Nachrichtenflüsse sind immer grundsätzlich einmal an Sende- und Empfangsereignissen verankert. Bei einem Sendereignis kann ich eine Nachricht auslösen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man im anderen Prozess auf diese Nachricht mit einem Empfangsereignis wartet, dann blockiert dieser Prozess genau an dieser Stelle, bis die Nachricht eingeht, und kann erst dann weiterlaufen. Und so ist es möglich, per se einmal grundsätzlich unabhängige Prozesse voneinander zu beschreiben und den Kommunikationsablauf zwischen diesen Prozessen nochmal explizit abzubilden. Viel Theorie. Schauen wir es uns an einem Beispiel vielleicht an. Wir haben hier einen Bewerbungsprozess, haben hier zwei Pools. Wir verwenden da jetzt keine Lanes drinnen. Es wäre natürlich auch möglich, das Unternehmen nur mal in sich zu unterteilen, das wir hier unten haben, und sagen, wir haben sowas wie eine Posteingangsstelle als eigene Lane und sowas wie eine Personalabteilung als andere Lane, und die sind beide in unterschiedlichen
Aspekten in diesem Prozess beteiligt. Der Einfachheit halber verwenden wir jetzt hier keine separate Lane, sondern haben nur zwei Pools. Der zweite Pool ist die Bewerberin, der Bewerber, der sich beim Unternehmen bewirbt. Der Prozess oder die Prozesse, muss man eigentlich sagen, beginnen jeweils mit einem Start-Event. Der Prozess des Bewerbers ist soweit einmal unspezifisch. Der beginnt an irgendeiner Stelle, die wir nicht näher spezifizieren. Der Prozess des Unternehmens beginnt mit einer eingehenden Nachricht. Und da sehen wir schon diese Nachrichtenkopplung an dieser Stelle. Da ist ein Nachrichtenfluss eingezeichnet. Das heißt, der untere Prozess beginnt erst, wenn hier von oben eine Nachricht kommt. Und die kommt dann, wenn das Ereignis Bewerbung versendet eingetreten ist. Also wenn diese Nachricht da rausgegangen ist. Damit das passieren kann, müssen wir vorher den Task Bewerbung schreiben abwickeln. Das heißt, der globale Prozess, der gesamte Ablauf hier beginnt offensichtlich bei der Bewerberin, beim Bewerber, indem irgendwann der Prozess startet. Wir schreiben eine Bewerbung, schicken dann die Bewerbung ab und lösen damit auch den unteren Prozess aus. So, die beiden Prozesse laufen jetzt per se einmal grundsätzlich parallel und unabhängig voneinander. Wenn wir uns jetzt den oberen anschauen, dann sehen wir hier ein Konstrukt, das wir bei den ereignisbasierten Gateways schon mal besprochen haben, nämlich auf Deadlines zu warten. Wir haben hier ein ereignisbasiertes Gateway und da kann es drei verschiedene Ereignisse geben, auf die wir reagieren wollen, nämlich eine eingehende Nachricht mit einer Einladung, eine eingehende Nachricht mit einer Absage oder eine Deadline nach 2 Wochen, so dass wir dann später nicht mehr weiter auf den Prozessablauf oder auf das Eingehen einer Antwort warten. So, also wir würden hier, nachdem wir ein ereignisbasiertes Gateway haben, an dieser Stelle jeweils stehen, warten, welches Ereignis als erster eintritt. Der untere Prozess hat jetzt unabhängig davon zu laufen begonnen und jetzt wird die Bewerbung geprüft. Je nach Ausgang der Prüfung, da fehlen die Bedingungen, fällt mir gerade auf, also Ausgang positiv wäre der obere Zweig, Ausgang negativ wäre der untere Zweig. Wir haben hier ein exklusives Gateway. Das heißt, wir entscheiden uns hier, ob wir den Bewerber, die Bewerberin einladen oder nicht und versenden dann damit eine Einladung oder eine Absage. Da haben wir jetzt wieder zwei separate Nachrichtenflüsse, die diese Nachricht nach oben hin in den anderen Pool wieder weiterleiten. Unten endet jetzt dieser Prozess und oben kann der Prozess fortgesetzt werden, je nachdem, welches Ereignis eingetreten ist. Das heißt, Einladung erhalten, dann wird man diesen Zweig nachverfolgen und bestätigen das Interview. Wenn wir eine Absage erhalten, machen wir nichts. Wenn jetzt unter Umständen dieses Bewerbungsprüfen zu lange dauert oder sich das Unternehmen entscheidet, die Bewerbung einfach liegen zu lassen, also diesen Task hier an dieser Stelle nie abzuschließen, dann kann es passieren, dass hier die Deadline eintritt, 2 Wochen vergangen, wir beenden den Prozess und warten dann auch gar nicht mehr auf Nachrichten. Also auch wenn hier dann unten, weil es jetzt zu lange gedauert hat, zum Beispiel die Einladung erst nach 2 Wochen und 2 Tagen rausgeht, dann hätten wir oben keine Möglichkeit mehr, so wie es jetzt modelliert ist, keine Möglichkeit mehr, auf diese Einladung noch zu reagieren, weil der Prozess bereits abgeschlossen ist. Wenn man das nicht möchte, dann könnte man sagen, ja, wenn 2 Wochen vergangen ist, dann rufe ich nochmal an beim Unternehmen und beginne nochmal auf die Antworten zu warten. Zum Beispiel, das wäre eine mögliche Erweiterung, um hier ein bisschen flexibler umgehen zu können. Ja, so viel zu dem. Vielleicht noch zu Nachrichtenflüssen ganz allgemein. Was hier zu wissen ist, Nachrichten sind immer Kommunikationsvorgänge, die genau von einem Sender zu einem Empfänger ausgehen. Soll heißen, wenn ich eine Nachricht an mehrere Pools schicken möchte, wenn ich Leute oder wenn ich andere Pools, andere Prozesse über das Eintreten eines Ereignisses zum Beispiel informieren möchte, dann muss ich jedem dieser Pools separat eine Nachricht schicken. Das heißt, da gibt es dann mehrere Kommunikationsvorgänge, mehrere Nachrichtenflüsse drinnen. Möchte man das vermeiden, gibt es den Mechanismus des Signals, den besprechen wir später noch. Im Gegensatz zur
zur Nachricht, so wie wir es hier haben, ist das Signal die Leuchtrakete der BPMN. Das heißt, das schickt man ab und alle anderen können sehen. Also es ist nicht gerichtet an genau eine Person, also kein adressierter Brief in diesem Sinn, sondern ein Broadcast an alle. Wir bleiben aber bei den Nachrichtenflüssen und da bitte wichtig zu merken, ein Nachrichtenfluss ist immer eine 1:1 Beziehung, ganz grundsätzlich. Gut, wir haben eingeführt die Pools, wir haben eingeführt die Lanes, wir haben eingeführt die Nachrichtenflüsse dazwischen. Wir haben gesagt, Nachrichtenflüsse verankern wir grundsätzlich an Sende- und Empfangsereignissen. Auch das kann man wieder, die BPMN ist, haben wir schon bemerkt, relativ flexibel umgehen. Auch das werden wir später dann gleich noch sehen. Wenn es ein bisschen unspezifischer werden soll, wenn unklar ist, an welcher Stelle denn genau oder zu welchem Zeitpunkt genau gesendet wird, dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, das abzubilden. Wenn uns, und das ist jetzt die radikalste Lösung quasi, nur interessiert, welche Kommunikation denn abläuft, dann können wir grundsätzlich die Pools auch ohne Prozesse modellieren, verwenden. Wir sprechen dann von zugeklappten Pools, leeren Pools, die wir nicht näher ausspezifizieren, in denen vielleicht ein Prozessmodell zwar hinterlegt ist, aber unsichtbar gemacht ist oder auch gar keines hinterlegt ist. Ja, manchmal wissen wir gar nicht, wie unser Kommunikationspartner intern agiert. Der Prozess ist dann zwar ein Stück weit unterspezifiziert, weil wir nicht wissen, wie Nachrichten, die wir dorthin senden oder wie die wir von dort enthalten, empfangen oder erzeugt werden. Aber grundsätzlich, um abzubilden, wie denn die Kommunikationsabläufe sind, kann man Nachrichtenflüsse auch einfach nur an Pools anhängen, würde man hier sehen. Wir sagen also, es gibt das Unternehmen und da kann es mehrere Bewerber geben. Das ist dieser Modifikator, den wir da haben. Zu diesen Modifikatoren kommen wir auch später noch einmal, die parallel voneinander unabhängig agieren. Und da können Bewerbungen eingehen und an die schicken wir Einladungen oder Absagen. Dieses Oder, das ich jetzt gerade erwähnt habe, das sehen wir im Prozess aber gar nicht. Ja, wir definieren jetzt nur, wir beschreiben nur, welche Nachrichten grundsätzlich möglich sind, beschreiben also eigentlich die Schnittstelle, beschreiben, welche Nachrichten die beteiligten Akteure verstehen müssen grundsätzlich, um im Prozess mit agieren zu können. Über die Reihenfolge sagt dieser Teil da in der Mitte, wo wir die Nachrichtenflüsse definieren, an sich nichts aus. Also das, nur weil die Bewerbung vorne eingezeichnet ist, heißt das nicht, dass sie als erstes passiert. Das wäre zwar sinnvoll, das so zu modellieren. Syntaktisch von der Sprachdefinition her sagt uns das allerdings nichts über die Reihenfolge aus. Hier. Und sehen wir ja, Einladung und Absage werden nie gemeinsam auftreten. Einladung kommt nicht vor Absage. Tatsächlich ist es ein exklusives Oder, das da dahinter liegt. Das sehen wir aber nicht, weil wir diesen Prozessteil hier unten ausgeklappt haben. So viel ganz grundlegend zur Abbildung von Kommunikationsvorgängen. Wir kommen dann jetzt im nächsten Schritt zu den komplexeren Sachverhalten, die wir in der BPMN abbilden können. Wichtig nochmal Takeaway Point, weil das oft dann untergeht. Nachrichtenflüsse koppeln zwei unabhängige Prozesse. Na, da gibt es dann nur eine Nebenbedingung, die ich so jetzt noch nicht ganz explizit erwähnt habe, die aber nach wie vor gilt. In jedem der beteiligten Prozesse, das heißt in jedem der Pools, muss es einen durchgängigen Sequenzfluss geben. Das heißt, die Pfeile, die durchgezogenen Pfeile, die wir hier haben, die dürfen nie unterbrochen werden zwischen Start und End-Event. Die Message-Flows, die wir dazwischen haben, die ersetzen diese Sequence-Flows nicht. Die koppeln nur unterschiedliche Prozessteile. Das heißt, wenn ich ausdrücken möchte, wenn ich explizit modellieren möchte, dass Kommunikationsvorgänge passieren, dann kann man unterschiedliche Pools verwenden und die mit Message Flows, koppeln. Wenn es nur darum geht, die Verteilung eines Geschäftsprozesses darzustellen über unterschiedliche Verantwortlichkeiten, dann kann auch die Lane innerhalb eines Pools oder mehrere Lanes innerhalb eines Pools sinnvolles Werkzeug sein. Üblicherweise endet man irgendwo dann mit einer Kombination, so wie ich es hier zu Beginn erwähnt habe. Der Bewerber, die Bewerberin wird innerhalb des Pools nur eine Lane haben, weil es
nur dort nur eine Rolle gibt. Im Unternehmen kann es aber sein, dass wir hier vielleicht noch weiter unterteilen möchten und zwei Lanes definieren. Einmal eine Stelle, wo die Nachricht an sich eingeht, vielleicht nochmal mit einem Posteingangsstempel versehen wird, und eine Personalabteilung, die dann die Bewerbung inhaltlich prüft und entscheidet, bis dann wieder der Versand an sich vielleicht in einer Poststelle passieren würde. Ja, dann würde man diesen unteren Prozess auf zwei Lanes verteilen. Gut, so viel zu dem. Recht viel mehr Details gibt's im ersten Schritt zu den Message Flows nicht zu sagen. Wir werden aber dann noch sehen, wie man sie ein bisschen flexibler einsetzen kann.